Hier ist eine Toilette, aber hier ist nichts drin. Oh, wow, wow. Obwohl, hast du eine Pistole? Ja, aber ich benutze im Moment keine. Weil ich das gebracht hätte, wie viel Schaden die macht. Wir folgen einfach den Leichen. Ja. Ich bin so ein Badass. Der wollte gerade eine Granate werfen, habe ich ihm in den Kopf geschossen. Hast du es gesehen mit dem Blinden? Ja, voll krass. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Hast du es mal gespielt gehabt? Nee. Auf dem Steckbrief steht auch lebendig. Na schön. Nur tu mal nicht so. Du machst immer noch mehr Geld als alle anderen hier in 6 Monaten. Ah, es ist nicht wegen dem Geld. Es war nur so einfach. Hier nochmal Deputy Winger. Was ist los mit dir? Sollte jemand jemanden kennen, der Hinweise auf den Aufenthaltsort eines Kammerjägers hat, ja, bring ihm das Essen mit. Hm? Andernfalls wird der Sheriff in unserer Folter aus ihm herausgezogen. Probieren wir es aus. Ich meine es nur gut, Leute. Alle reden durcheinander. Tja. Oh, irgendwo schießt jemand. Ja. Warum so? Unfreundlich. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir hin. Ja. Komm, Eridium. Ah. Hier spricht der Sheriff. Die Gerüchte, dass Lynchwood vielleicht mal so zivilisiert wird wie Opportunity, sind unglaublich. Bin ich gerade auf dir gesprungen? Ja. Ja, ich konnte nicht springen. Ah. Ich habe mich schon gewundert, warum nicht hüpft. Weil ich muss gar nichts mehr machen, meiner ist die ganze Zeit gehüpft. Denk mir so, hä? Bin ich jetzt so sinnlos rumgesprungen? Hab sowas freigeschalten. Hm. Wenn du 1 Million mal hüpfst, kann deiner für immer hüpfen. Tukino, willkommen. Wäre cool, wenn man den dabei hätte dann. Ja, als so Begleiter. Hm. Der Loot aufsammelt. Begleiter, ja. Tukino, Butter. Die Futterluke. Er scheint immer noch Hunger zu haben, hä? Vielleicht kriegst du ihn mit ein paar Skeks. Oh, der läuft mit uns mit. Einfach genug Skeks ins Maul. Oder? Dann nee. Hast du eine ordentliche Ration für ihn zusammen. Nö, ja, wir sollen Skeks killen. Aber das glaube ich auch was, was man so im Laufe der Zeit macht. Oder? Okay, warte, wir müssen hier lang. Wir müssen hier hoch und rüber. Oh. Oh, jetzt kommen wieder diese Tunnel Rats. Tumble Rats? Diese Ratten. Nee, Tunnel. Tunnel. Die Ratten. Ja,
Ach, Tammel. Tammel. Hübscher Bankraub. Ich geh mal auf Shotgun. Jungs, hinterher. Jetzt versteck das Geld. Sonst hören die Männer des Sheriffs nie auf dich zu suchen. Such ein geeignetes Versteck und nee, ich geh erstmal auf. Doch, Shotgun, lass sie kommen. Ja. Das war gut. Dunstgag würde ich sagen. Ja, wäre cool. Dann brauchen wir noch 3 Skag-Tons. Geht's da hoch? Kann man da hoch? Wie schnell? Ja. Ging ja fix. Mhm. Oh, wie schnell es mich runterkatapultiert hat. Erinnert mich voll an Fallout, wie sie hier hängt. Na. Hast du nochmal gespielt? Nee. Bist ja nur Isaac. Ja, die Kino. Jetzt hüpfen wir dich auf, Deathtrap. Der Racker ist inzwischen viel zu groß für seine kleine Behausung. Kino. Schätze, es wird Zeit, dass du eine neue Unterkunft für ihn findest. Finden wir die oder findet er die? Oh, Level Up. Du auch? Nee. Nee. Mir fehlen, glaube ich, noch 10 LP oder so. Also echt wieder minimal. Er will im Tresor wohnen. Hier wäre jetzt Todesaction. Wenn wir nicht schon alles ausgesäubert hätten. Wahrscheinlich schon. Was ist denn das für Biester? Ja, ich habe ihn schon angeschossen. Da bringen auch meine Schockgranaten leider nichts. Oh, ich wollte schon drauf schießen. Ich töte unser Kumpel. Ja. Warte, wir können mal kurz leveln. Oh yeah. Oh yeah. Aber jetzt hat mein Geschützturm ein Schild. Oh yeah. Hinter dem können wir uns verstecken, da kommt kein Schaden durch. Ja,
Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Oh, nochmal hier. Guck hier, wir können das da reinstellen. Und wir können durchschießen. Also du kannst schießen. Von innen geht's nach außen. Das ist so lange wie das Geschütz ist. Ja. Zu Hause. Na du, Kino. Ja. Der wohl, du Kino. Ich nehme das, was mehr Kohle bringt. Der wohl, du Kino. Oder? Was ist das mal für ein Vieh gewesen? Voll riesig. So ein Treasure, oder? Was so da ist? Hm? Sieht aus wie so ein Wurm. Was? Ja. Wo ist ein Wurm? Also diese komischen Dinger, die immer aus dem Boden kommen, diese Treasure heißen sie bei mir. Ja, bei mir glaube ich auch. Pascal hat mir gerade geschrieben, schreib ihm mal, dass wir eine Aufnahme sind. Ich kann jetzt so nicht rausklicken. Ja, ich will nicht aus dem Spiel rausklicken. Wenn ihr die Bergleute überfallt und ihnen ihre Ausrüstung klaut, kriegt ihr es mit dem Sheriff zu tun. Und das wollt ihr nicht erleben. Money. Er hätte das Bro zu einem normalen Koop machen können. Ja. Tja. Too late. Wo lang? Wohin? Schnellreise. Ich glaube, ich spiele nachher auch nochmal Isaac. Ich mache halt immer Hard Mode Run. Was ist das? Ja, du kannst ja noch auf Hard Mode spielen. Ja, was ist da anders, meine ich? Da kommen mehr so Champion-Gegner. So andersfarbige, die, wenn sie dich treffen, direkt ein Herz Schaden machen. Oha. Nix für mich. Erstmal nicht, glaube ich. Du musst eh so oft durchspielen, bis du alles hast. Nein. Also, ich meine zu der Quest rein. Hier ein Zug. Insel drehen. Boah, das Scharfschützengewehr gefällt mir richtig gut. Ja, das ist schon nice. Oh. Nice. Ab in der Wüste. Ja, wir hätten eine Reise nehmen sollen. Können wir nicht mehr? Ne, hier gibt's es nicht. Naja, fahren wir. Oha.
Ich hab den jetzt auch mal in einer anderen Farbe, dein Fahrzeug. Schon eher. Bei Mad Max, mein Auto war ja golden. Geil. Hattest du das eigentlich mal hattest du gesehen gehabt, gell? Ja. Mit den Stürmen. Mhm. Okay, da ist einfach unsichtbare Wand. Achso, da endet die Map. Map is over. Hat er mich noch bekommen. Logo. Wie Jason. Ja. Auch immer alle. Warte kurz. Du hast Gegner angelockt. Das war hauptsächlich mein. Ups. Kurz, ob wir den Punkt auf der Schnellreise Ding haben. Kümmere dich mal um das Vieh noch. Ne, ab hier müssen wir tatsächlich fahren. Wir kommen in einen neuen Bereich. Wo lang? Rechts. Ja, denke. Ist ja rechts so auf der Map. Schon Greed Mode gemacht? Nee. Oh, wo sind wir denn hier? Sieht nett aus. Iridiumwasser, oder? Alpha Skag Level 28. Der hat Iridiumfalle. Wow, achso. Ich dachte gerade, das ist ein Riesenmonster. Hier irgendwo müssen wir das abgeben. Oh, ja. Siehst du das Gebäude, aus dem das Licht strahlt? Das ist die Infostockade. Wir werden dich durch die Haupt-Iridium-Pipeline reinschleusen. Geh jetzt dorthin. Dann gehen wir da mal rein. An der Seite der Pipeline sollte eine Leiter sein, die zu einer Wartungslücke führt. Oh oh. Dadurch kommst du ins Innere der Pipeline. Es wird schmutzig. Ich fahre hier auf einmal voll schnell. Voll das Erdbeben oder was auch immer. Oha, was sind das denn? Hm? Gags! Was? Ich nehme mal das Iridium. Ich droppe es. Mach mal auf YouTube Let's Watch. Dann schaust du Serien und kommentierst. Nee. Und dann? Hier. Ah. Man braucht, glaube ich, mehr Anlauf. Ich glaube, wir wollen das nicht. Ist okay. Okay,
so Pumping. Wenn du den Druck erhöhst, kannst du das Rohr aufsprengen. Aufsprengen. Geh auf diese Weise rein. Ja. Geh zu einer der Pumpstationen. Mordecai! Ich hab den Hyperion Außenpost erreicht! Gib mir etwas Zeit, dann klaue ich ein Landungsschiff. Sobald ihr herausgefunden habt, wo der Krieger ist, können wir uns gemeinsam vorlegen. Ja, wo sind die Gegner? Komm, Leute. Ich hol mir die so. Was soll der Geiz? Action. Ich bin so ein Badass. Sehr nett gewesen. Boah, dann Iridium. Boah, gibt richtig viel Iridium jetzt. Ja, ich hab schon wieder 57. Ich hab 37. Pass auf. Die Musik ist voll lustig, ne? Sita läuft hier. Na was? Weißt du, was ist eine Sita? Weißt du nicht, was das ist? Nö. So ein Hippie-Instrument. So eine indische, lange, ich glaub's indisch. Hinter dir. Boah, ja. Achtung. Warte, wir haben Schutz. So. Brauche ich auch. Ja. Im Schild hat's mich erwischt. Nee, die haben das Teil zerstört. Irgendwas Krankes. Der RPG-Loader. Wo ist er? Hinter uns. Komm schon. Oh. Jo, ich bin da. Schnell, schnell, schnell. Bitte, schnell. Oh, warte, warte, warte. Mann, rennt voll weg. Ich hab hier da. Danke. Ja, der RPG-Loader hat einfach mein Ding voll zerstört. Was hast du gedacht? Ja, alles. Oh. Ich hab gedacht, du schaffst es durch eigene Kraft wieder. Wow. Wow. Ja, genau. Granate? Wow. Jack ist immer so unfreundlich. Dabei haben wir schon alles für ihn getan. Was ist Roid-Schaden? Ja, ich glaube zurück hauen so einen Gegner. Wenn er dich trifft. Hm. Das so dann beim Gegner macht. Dornenschaden. Wie ein Diablo. Und haben wir schon Kommentare? Zero. Zero? Okay. Denk dran, Geschütz zu nehmen. Oh, das Schild ist weg. Da sind so Flugdinger. Die haben das Schild, glaube ich, zerstört. Ja, die können das. Oh, hier ist ein RPG-Loader. Ja. Ich bin down. Aber hier kannst du mich gut wiederbeleben. Das ist eine gute Entdeckung. Ja, die Granate hat ihn gekillt. Danke auch. Kein Ding. Was ist die Granate? Ja, die implodiert erst. Ja. Oh, wo seid ihr denn? Hier. Über uns, oder was? Auf mein Befehl! Ja. Oha. War Badass Shield Surveyor. Ja, hat auch direkt übel reingehauen. So. Weg ist.
Aber dieses Schild macht mich irgendwie zufrieden. Schieß ihn kaputt. Jetzt schieß drauf. Ja, sehr gut. Nein, ich hab nachgeladen. Oh, der ist unsichtbar. Ja. Der will wegfliegen, aber geht nicht. Medikit hier. Gut. Jetzt nimm dir die zwei anderen Pumpstationen vor und erhöhe den Druck, bis die Leitung beinahe platzt. Dann kannst du sie aufsprengen, in die Stockade eindringen und rausfinden, wo der Krieger begraben ist. Okay, Autos. Guck mal, ich guck mal, was die Uhr sagt. Hey, Kumpel, ich bin's Roland. Ah ja, stimmt, was sagt die Uhr? Sind schon so gut wie am Ende. Ach so. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter, oder? Denke ich auch. Lass noch hier Jack zu Ende labern. Ja. Gut. Was passiert denn, wenn man da reinläuft eigentlich? Hast du geslaggt? Ja? Mach mal. Bin ich jetzt lila? Ja, guck, warte. Ein Snackbar. Das neueste Trend am Beauty-Himmel. Alles klar, und dann hängen wir uns hier aus. Yo, tschö. Sagen wir erstmal tschö. Und bis to the future. Ja. Adios.